Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Airport CEO. In der letzten Folge haben wir ja hier dieses riesige Rollfeld angefangen zu bauen und erweitert natürlich auf ein paar weitere Wege, damit hier einfach mehr Fluss bzw. mehr Verkehrsfluss durchläuft, wie aktuell. Und angefangen auch unsere erste große Start- und Landebahn zu bauen, die natürlich mega cool ist. Jetzt muss man natürlich überlegen, wie man das ganze Design, wie der ganze Rollenvorprozess hier, der sich dann durchführen soll, ist ja alles leider nicht so einfach. Aber da werden wir schon was finden. So, hier wartet das Flugzeug wieder, dass das andere durchkommt, auf jeden Fall, wie es ausschaut. Und noch eins. Also teilweise verstehe ich diese Rollprioritäten nicht. Jetzt steht der hier in der Mitte, weil der auf einmal auf den hier wartet, der sich 4 Stunden später erst dazu entschieden hat, die Rollos zu rollen. Hä? Wollte ich sagen, wenn der jetzt auch noch wartet, drehe ich echt durch. Jetzt warten die aufeinander. Das ist eine ganz, ganz komische Opposition teilweise. Vielleicht gar nicht mal so schlau gebaut, wie ich gedacht habe, aber es läuft ja einigermaßen, ne? Das darf man ja nicht sagen, es läuft ja. So, hier kommen sie jetzt. Ja, hier bauen sie aber fleißig voran. Ich tue jetzt einfach ein paar Kleinigkeiten noch währenddessen machen, weil aktuell geht ja relativ wenig. Was willst du machen, ne? Zack, setzen wir dich hier mal an. Dann müssen wir natürlich jetzt hier dann auch mal ihm sagen, dass er hier noch ein bisschen verweitern muss. Das kostet auch nochmal tausende Dollar dann. Das ganze Gebiet wird ordentlich nochmal kosten. Wir können uns gerade mal so viel leisten und das kostet 170.000. Oder ich brauche über 300.000, nur um das Ganze herzustellen. Was ist denn hier passiert? Ach, das ist noch ein Wasserfeld, lol. Je mehr sie langsam herrichten, desto besser wird es ja. Das hier muss auch irgendwann noch gemacht werden. Und was wir hier dann auch mal überlegen müssen, beziehungsweise überarbeiten, ist, was wir genau hier vorhaben. Aktuell haben wir hier noch die alten Wege und alles drum und dran. Und das müssen wir wahrscheinlich mal überarbeiten, damit das alles besser funktioniert. Gefährliches Gepäck mal wieder. Weil der Fußgängerüberweg und alles wird ja nicht mehr benötigt. Hier läuft ja keiner mehr wirklich durch. Ist ja mittlerweile alles irgendwie so ein bisschen Vergangenheit. So, jetzt tun wir aber hier mal das alte Zeug aufreißen, den kleinen. Oder? Ne, die hier abreißen. Dann die Verkehrszeichen. Weg. Braucht hier keiner. Wir werden jetzt dann hier ein bisschen umbauen. Und das Ganze verbessern. Vor allem dieses Mittelstück wird ausgetauscht. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Auch noch viel, was mich eigentlich stört. Aber hier kann ich ja fast nichts machen, ne? Das Problem hier, habe ich alles relativ blöd gebaut. Wo so viele Busse haben wir auch nicht, ne? Bushaltestation. Hier steht beide mal auf der Abrissliste. Die ersten Parkplätze stehen auch schon mal. Für den Abriss, wir müssen hier alles ein bisschen umbauen wieder. Gut, bitte abreißen. Dann wird nicht das Ganze alles ein bisschen nach oben verlegt. Sehr geehrte Damen und Herren, Ihre Bushaltestellen werden um 1 Position nach oben versetzt. Wir werden fürs Erste hier noch einen Verbindungsweg lassen, den sie schnell nutzen können.
bis der ganze Vorgang hier beendet ist. Das sollte alles relativ bald erledigt sein. So. Der Sommer ist da und viel ist passiert bis jetzt. Oh, jetzt echt. Ja, Klappe da oben. Das hatten wir jetzt mittlerweile viel zu oft. So. Warum ist der immer noch nicht abgerissen? Du hast eine Abrissbescheinigung gehabt. Was ist mit dir nicht passiert? So. Das kann auch alles weg. Mal wieder Fußwege. Okay, jetzt sind sie so schnell, dass wir den Rest auch lassen können. Würde ich darum wissen, das leckt immer wieder so, dass ich das vollkommen falsch auswähle. So. Fußgängerübergänge zum Abriss freigeben. Was habe ich hier alles eingegeben? Zulassen. Rattert mir hier mal drüber, repariert und baut auf. Dann werden wir einen der Pfeiler abreißen, die wir hier verwendet haben. Und zwar hier oben. Dann können wir hier alles ausschalten. Na, Busse sollten hier schon durchkommen können. Aber der Rest nicht. Und dann können wir hier alle zulassen wieder machen. Dann sollte alles passen. Gut, wir haben mittlerweile 300.000 wieder auf dem Konto. Das ist schon mal gut. Wir verdienen gut Geld. Das ist super. Also das ist echt eine gute Sache. Das entwickelt sich auch langsam. Zwar nicht so schön wie am Anfang, aber es wird. Weil bevor wir alles anschließen, muss natürlich alles vorbereitet sein. Und diese riesige Landebahn anzuschließen, wird eine Riesenherausforderung, wenn man es so sehen will auch. So. Na komm. Hier stehen echt einige Leute an, wie es ausschaut. Vielleicht muss ich das System auch mal wieder überarbeiten. Erlaubte Person. Ich glaube, das heißt alle. Gut. Ah, okay, ist was bestätigt ist, was landet. Na, wie schaut's aus? Wie schaut's mit den Umbauarbeiten aus? Ich würde hier nicht gerne volle Straßen haben, einfach weil es besser ausschaut. Diese halben Straßen waren jetzt echt schick zwar, aber wenn, dann machen wir gescheite Kreuzungen draußen, alles drum und dran. Also ich würde auch gerne hier rein theoretisch noch eine zweite Spur einführen, aber wie ich das hinkriege, wird noch eine Frage. Auf jeden Fall wird es schon noch irgendwie. Irgendwie wird es schon noch. Wie gesagt, das Ding wird ja eh unterirdisch gesetzt noch. Oder halt zum Teil. Da müssen wir noch alles dementsprechend vorbereiten. So. Alles abreißen, was nicht benötigt wird, weil hier ist ja alles eigentlich darauf ausgelegt gewesen, dass sozusagen die ganze Zeit hier Fahrzeuge fahren. Ist ja alles nicht mehr so. So, und da schauen wir mal.
Habe ich den Teil gebaut? Schaut so aus, ne? Jetzt werden die Tanks wieder... Jetzt wird's teuer. Jetzt fliegen wieder die Scheine raus. Das kann ich jetzt schon sein. Schaut euch an, wie das hochschießt. Und wir haben es noch nicht mal umgebaut. Wie gesagt, planen wir ja, das dann so hocheffizient wie möglich zu designen. So, wo war denn das Ganze? Und dafür brauchst du die mittelgroßen Treibstofftanks hier. Mein Plan wäre ja, wie weit breit sind die 3 Stück? Bedeutet, du brauchst hier mindestens 3 frei. So. Hier einen hinzusetzen und unten dann einen hinzusetzen. Aber wir können jetzt mal mit der Planung machen. Vergiss nicht mal, dass ich diesen Planungsmodus habe, weil ich die ganze Zeit auch nur Scheiße damit mache irgendwie. So. Wenn ich jetzt für den Flughafen hier mittelgroße Tanks hinstelle, sind der 3 breit, bedeutet hier einen hin. Das ist jetzt der mit dem schwarzen Tank. Dann brauche ich noch mit die mit dem roten Tank. So. Dann werden wir jetzt hier das Problem wahrscheinlich haben, ne? Genau. Dann ist es hier zu eng. Plan wäre ja rein theoretisch mittig, könnte ich einen hin platzieren. Wirklich ein maximiertes Lager zu bauen. Was ist, wenn ich die gegenüber voneinander baue? Dann stehen sich die Leute aber wahrscheinlich auch im Weg, ne? So, lass uns mal überlegen. Was ist, wenn wir doch vielleicht... Ich will nicht einfach so machen. Das mit dich so setzen. Ich weiß nicht, wie gut das jetzt ist. Ist das mit dich so setzen? Jetzt gehen wir mal vom schwarzen Tank aus. Jetzt muss ich überlegen. Ich krieg hier... Also ich kann die Variante nehmen. Weil da kriege ich ja dann keinen mehr hin. Oder ich kriege hinten maximal einen hin, ne? Aber das ist eigentlich schon die praktischste Weise. Einfach. Ja, dann werden wir es wahrscheinlich so lassen. Achso, ich habe jetzt gleich wieder den schwarzen Tank gewählt, ne? So. So. Die neuen Tanklager. Die werden dann auch gleich eingezäunt. Safety Reasons und so. Das gesamte Gelände einrahmen. Soll so ein bisschen so einen Look haben, als ob das halt wirklich abgesichert sein muss. Das ist halt wirklich bis nach hinten alles zu machen. So. Genau, und gibt es noch einen coolen Boden für draußen? Betoniert, alles betonieren dann hier draußen. Innerhalb eines Tunnels. Es gibt keinen Boden für draußen. Jetzt im Ernst? Och, come on. War eigentlich das Coole dran gewesen. So, jetzt wollen wir den Planungsmodus wieder ausschalten. Das wird zwar nochmal kurz kosten, aber ich glaube, dann haben wir eine coole Anlage hier verbaut auch. So, wie schaut es denn aus? Hier hinten ist er durch. Hier drüben sind sie fast durch. Jetzt müssen wir dann auch noch die Terminals planen. So. Vielleicht machen wir doch weiter noch einen Planungsmodus. Vielleicht gar nicht schlecht. Planungsmodus überlegen wir mal. So, Straßen für die Flugzeuge. Wir planen es jetzt erstmal einfach wirklich bis nach vorne durch. Wie als ob es nicht anders gehen würde. Zack.
würde gerade sagen, heißt es gekauft? So. Das wird weiterhin diese Anlage sein. Genauso wie wir dich hier nehmen und hier runterziehen werden. Um das Ganze anzubinden an den Rest. Gut, dann müssen wir mal überlegen. Es gibt die großen Abfahrten und Anfahrten. Muss mit einer Start- oder Landebahn verbunden sein. Warum sollte es da mit keiner von der Start- und Landebahn verbunden sein? Nee. Lassen wir mal lieber vielleicht bei sowas dann. Vielleicht gibt es eine bessere Variante. Ich überlege jetzt gerade, wie wir am schlauesten hier daraus was Cooles machen können. So. Und jetzt halt würde ich in der Mitte nochmal so eine Cross-Section machen, über die man drüber fahren kann. Dann vielleicht doch noch mal wirklich einen Weg, den wir so 2018 breit machen oder was? Ist es nicht ein bisschen übertrieben eigentlich? Nur was 12 breit, oder? 11? 11 ist eine gerade Zahl. Gut, und dann kann ich doch bestimmt einfach das kopieren nochmal. Kann ich im Planungsmodus kopieren? Nicht die Bäume, ey. Okay, dann muss ich halt per Hand nochmal machen. Schnell, ist doch wurscht. So. Wo sind die Fahrten? Hier. Erstmal alle geraden. Das ist die Frage, wie weit weg ist denn das dann? Das müssen wir uns jetzt anschauen, indem wir ein bisschen testen. Dadurch, dass wir jetzt keine Anzeigen haben, fehlt uns natürlich jetzt hier so ein bisschen die Perspektive. Das ist der oberste Punkt. Okay, also habe ich das echt gut abgeschätzt. Respekt. Respekt, du. So. Und die große Landebahn. Jetzt haben wir ihn da. Es wird schon, denke ich mal, passen. Ja, das passt gut. Gut, dann das hier wieder weg. Und dann jetzt die wichtigen Sachen hier. Ein Anschluss. Ich hoffe, das funktioniert, ganz ehrlich. Ich bin mir da echt nicht sicher, ne? Ja, das gehört dann eher hier hin. Und dasselbe dann nochmal hier. So. Sollte jetzt gut passen. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge tun wir dann noch ein bisschen weiter planen, wie die ganzen Anschlüsse nach unten gehen sollen und. Ist ja viel zu überlegen, viel zu planen. Wir werden außerdem hier noch den Rest in Auftrag geben. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst unten einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann.
Ciao.